Also kurz mal reinblenden das Ding, die Royal Dutch Shell, der Chart lädt gerade. So. Ja, was ist denn hier passiert? Wir sind jetzt hier vom Jahreschart. Ihr wisst ja, dass ich da immer viel relativ gut investiert war. Und ich habe auch letztes Mal kurz als die, ja, wann war das jetzt, irgendwann im Oktober oder so, da wurde die letzte Auszahlung war von den Dividenden für das vierte Quartal diesen Jahres. Hier habe ich gut Dividende bekommen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei der Aktie, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ja, Dividende ausgeschüttet bekommst, vierteljährlich sind das bei der Royal Dutch Shell so 1,5478 oder irgendwas sowas, also irgendwie das Prozent, ja, ist einfach 6, irgendwas geteilt halt durch 4, na, logisch. Also 0,94 Cent, glaube ich, sind nochmal um 5% draufgesetzt worden pro Aktie. Ja, also wenn du 100 Aktien hast, kriegst du ungefähr 100 Euro. Punkt. Dann. Und die sind aber nicht so stark runtergesunken, also parallel dazu, nur so ganz langsam. Man sieht ja hier so eine kleine Bässe hier seit, das hat letztendlich, ja, im November, Anfang November waren diese Dividenden. Und seitdem geht es eben langsam bergab. Also, und ich habe hier Folgendes gemacht, obwohl es eigentlich langfristig für mich gedacht war, ich bin hier bei 60 sowas, bei 60 und bei 59 habe ich dann so ein paar Verkaufslimits gehabt. Ich wollte einfach mal die Gewinne, die ich hier angesammelt hatte, mitnehmen. Ich habe dann die Dividende noch mitgenommen und dann letztendlich einen Tag oder 2 Tage später verkauft. Einiges davon, weil meine Position war einfach überproportional zu groß geworden. Ja. Ich habe einfach immer fleißig reingekauft, wollte unbedingt meine, ja, so eine Dividenden haben, wo ich so sagen kann, ja, ui, da kann ich jeden, ja, keine Ahnung, jedes Jahr eine Woche nach Mallorca fliegen oder irgendwas ähnliches. Und aber mir ist einfach das Umfeld, auch was die ganzen, ja, die Situationen mit den Ölproduzenten und so betrifft, ja, da hab ich mich eingelesen ein bisschen und das war mir einfach nicht mehr geheuer. Und insgesamt ist die Situation einfach so, dass wenn wir jetzt so ein bisschen Rezession oder irgendwie sowas bekommen, ja, immer wenn dann, wenn die Industrie ins Stocken kommt, also einer der größten Ölverbraucher, das sind ja nicht wir Autofahrer, das ist die Industrie, ja. Also das ist ja nicht nur das Benzin, was du ins Auto reinkippst, ja. Und ich habe quasi, ich telefoniere halt schon seit, ja, seit Monaten jetzt eigentlich, seit 1, 2, 3 Monaten fast täglich mit irgendwelchen Firmen und Zulieferern und alles, die alle rumjammern und sagen, ja, wir haben das hier, Investitionsstopp, hier, Investitionsstau dort. Manche haben dann irgendwie so Konkursverfahren und alles Mögliche und haben mir gesagt, es gibt zwei Szenarien. Ja? Also natürlich, wenn wir jetzt so in kleine Stagnationen reinkommen, besonders in der Industrie. Das magst du vielleicht auch gar nicht spüren, wenn du irgendwie im Endkonsumentensegment dich befindest und dort deinen Job hast, ja, wie zum Beispiel Kosmetika oder irgendwas anderes, dann spürst du das gar nicht. Das kommt dann erst wahrscheinlich danach, aber dann gehen natürlich auch die Ölpreise sozusagen runter, weil die Nachfrage einfach extremst fällt, ja. Also, und das andere Szenario, was für den Ölpreis hätte, für den Ölpreisanstieg hätte gegolten, das wäre das, dass es Konflikte gibt, also im Nahen Osten. Aber hier habe ich einfach mich entschieden, dass das eine dem anderen überwiegt. Also Konflikte im Nahen Osten, die kann es immer geben, aber die sind völlig unpredictable, also völlig unvorhersehbar. Für mich war etwas vorhersehbarer die Tatsache, dass wir in eine kleine, ja, in einen Abschwung reinkommen und dadurch die Nachfrage am Öl insgesamt sinkt und dadurch auch der Preis. War für mich wahrscheinlicher und absehbarer und kalkulierbarer, als wie jetzt, dass irgendwie einfach ein Konflikt entsteht und dadurch der Ölpreis wahnsinnig ansteigt, über 100 Euro oder was. Das habe ich im Sommer noch ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile habe ich so viel aufgesaugt vom Markt direkt über Telefonate in meinem Job und alles, dass ich mir sage, okay, hier bin ich vorsichtiger geworden. Ich habe das mein ganzes Depot ausbalanciert, insgesamt einfach Liquidität raus. Nicht Liquidität, sondern einfach Cash rausgezogen, und zwar in Liquidität umgewandelt, um einfach mal abzuwarten und zu sehen, was da so auf uns zukommt. Okay,
Jetzt gehen wir nochmal kurz weiter zurück, weil eins ist auch wichtig zu verstehen. Eine gute Dividendenaktie in Anführungsstrichen. Ja, also was ist auch eine gute Dividendenaktie? Das ist gar nicht so einfach, ja, weil die häufig viel Dividende zahlen, die sind meistens im Kursverlauf nicht so attraktiv. Und das ist jetzt eher so eine Seitwärtsgeschichte hier bei der Royal Dutch Shell. Ich habe sie auch viel hoch gelobt und alles auch super. Und im Grunde wäre sie jetzt eigentlich schon wieder ein Kaufwert, wenn man sieht ja hier ganz deutlich, na, hier Widerstand 55. Hier 55, 56, 57 Widerstände, ja. Hier ist sozusagen der Breakout-Widerstand hier damals 2017, ja, und seitdem nie wieder darunter abgesunken. Eigentlich wäre es jetzt wieder ein Kaufwert. Ne? Also ich habe es hier bei 60 verkauft. Jetzt könnte ich so einen kleinen Swing-Trade machen oder sowas in der Richtung, ja, wenn ich da Bock drauf hätte. Aber wie gesagt, ich bin extrem vorsichtig momentan, was insgesamt alles betrifft. Und vielleicht haben wir so eine Art Katastrophenhosse oder sowas, ja, wenn die jetzt anfangen mit Minuszinsen und so weiter, mag alles sein. Ich habe ja auch noch ein paar Aktien, ja, dann steigen die eben. Und das ist dann für mich persönlich auch kein Problem, denn es gibt viele Dinge, die man mit Cash machen kann. Ja, man muss nicht unbedingt nur Aktien kaufen. Es gibt auch, tja, viele schöne andere Dinge im Leben, wo man investieren kann, die einen ganz unterschiedliche Arten von Rendite dann bringen. Ja? Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. War ein bisschen längeres Video, waren ja auch zwei Märkte, also einmal Öl respektive repräsentativ durch die Royal Dutch Shell, wo ich sehr stark investiert bin, also jetzt minimalst nur noch und habe gut Dividende gemacht. Also von der Dividende diesen Jahr konnte ich schon gut, würde man sagen, eine Woche in der Vorsaison im April, Mai, Juni oder sowas eine Woche nach Mallorca fliegen, allein von der Dividende netto. Ein nettes Hotel, also 4 Sterne und so weiter. Also mit allem drum und dran, Vollpension. Also denke ich mal schon, ich weiß jetzt, ich kenne die Preise nicht, aber auf jeden Fall, so wie es gelaufen ist, passt alles. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und abonniert einfach meinen Kanal. Ich werde immer wieder interessante Beiträge bringen, hoffentlich. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse und auch sonst im Leben. Ja, es gibt ja noch was anderes außer Börse im Leben. Ja, also bis dann, tschüss.